Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Citizen. Wir sind hier unterwegs, immer noch auf Hurston, auf dem Weg nach Lorville. Genau, da landen wir. What? Siehst du die Stadt durch die Wolken durch? Ach du Scheiße, ja. Was ist das denn? Okay, jetzt machen wir mal ganz kurz. Alter, ist ruckelt. Die Stadt wird. So. Okay, es ist complete. Wir machen mal kurz die Communication an. Komm's? Global. Open Channel, Global. Weiß ich, vielleicht müssen wir näher. Ja, mach mal, geh mal wir näher. Wir fliegen jetzt mal durch die Wolkendecke. Fliegen mal ein bisschen rein. Und schauen hier. Nicht schießen! Ist näher ran. Okay, danke, Kostanius. Moinsen. Moin, hallöchen, schön, dass du da bist. Digga, was ist das denn für eine Stadt? Alter! Okay, das sieht pass auf. Krass aus. Ist einfach fucking Cyberpunk jetzt hier auf wieder. Auf jeden Fall auch hypermodern. Hoffentlich ist Blade Runner Style. Oh nein, also Cyberpunk, Digga. Oh, nice, Blade Runner. Rechts moglastig. Okay, krass. Rechts moglastig ist mir noch fast nicht aufgefallen. Nee. So, mach mal jetzt Combat Prohibited. Okay, mach mal jetzt Dings. Boah, was ist das denn hier? Jo, krass, Alter. Boah, Digga, ich muss mal kurz auf mein Leben klarkommen, weil ich hier wieder... Okay, bei schlechter Sicht scannen, kurz gedrückt halten und loslassen für den Ping. Was für ein Ping? Hä? Wo müssen wir denn landen? Du, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oder kann man hier auch zu Fuß gehen durch die Stadt? Safe, wenn du landest, aber... Also kalt ist ja nicht auf dem Planeten. Aber zu Fuß will ich hier eigentlich nicht durchgehen, muss ich sagen. Links? Links, na schön. Alter, was ist das denn hier? Geil. Flieg mal ganz vorsichtig hier durch, nicht, dass die uns gleich abknallen. Safe Zone, flieg mal weg. Zurück, weg. Hilfe. Zurück. Schnell weg. Höher. Okay, höher. Flieg mal höher. Flieg mal ein Stück hoch. Nein, nein, nein. Nicht drehen, bitte. Oh. Nicht drehen. So, jetzt sind wir höher. Unten ist so ein weißes Ding. Ja, wie sieht es mal an? Okay, in der Mitte der Stadt der Hafen Tesa Spaceport ist angezeigt. Ist angezeigt. Ist angezeigt? Hä? Da ist was? Lorville Landing Service. Mach mal da unten. Please proceed to sign landing bay. Okay. Nice. Also wir dürfen landen. Alter, da oben kam ein Auftrag rein mit 50.000 Payment. Boah, geil. Aus Sabot 13 Millionen Kilometer weg. Wir dürfen landen. Okay, und wo? Wo dürfen wir landen? Boah. Krass. Spaceport ist zu Fuße des 4 Kilometer hohen Turms. Also der hier wahrscheinlich, wo wir gerade sind. Das ist wahrscheinlich der Turm. Näher ran, wo die weißen Schilder, was für weiß. Was für weiße Schilder, Alter. Mon Dieu. Was sehen die Leute? Also das hier sieht halt sehr sportig aus da hinten. Ja, ja. Da steht auch Interspaceport. Ah, okay. Ja, dann fick dich doch ins Knie, ich will landen, du Fotze! Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Hier hast du bestimmt Reinflugerlaubnis. Aber da unten halt ist es anvisiert, guck mal, da unten. Ja. Der Pfeil. Wahrscheinlich geht jetzt irgendwo eine Klappe auf. Als ob, der ist offen. Siehst du das? Da ist überall zu, außer da. Als ob wir da jetzt reinpassen. Ja, reinpassen tun wir, aber wir müssen da reinfliegen. Das ist ja der Shit. Okay, geil, mach mal. Langsam, langsam, langsam. Ja. Oha, krass, da müssen wir da drin drehen. Wie geil ist das denn bitte? So, ich fliege jetzt einfach hier drüber. Ja, so ein bisschen gerade und jetzt nach unten. Vertikale Landung. Ist das geil. Langsam. Price Alerts. Scheiß drauf. Gear. Oh! Ui! Danke. Scheiße. Gear ist mal so.
Gier? Scheiße. Ich stehe mir vor, da oben sitzt jemand im Sau und dann so, hey, guck mal, der hat gar keine Linke hier draußen. Kommt zum Flieger rein und der so, was macht der? Und dann so, fliegt er wieder hoch und dann so Landing Gear und dann landet er nochmal. Geil. Okay, Digga, wir sind auf einem anderen Planeten gelandet. Das zweite Mal, oh mein Gott. Woo. Tschüss. Okay, dann lass jetzt erstmal tanken, bevor wir das vergessen. Sonst fliegen wir nachher los und dann stehen wir da. Okay, das sieht mir nach Medical aus mit dem Zeichen da. Ach. Arrivals. Arrivals. Ich laufe erstmal rein. Wollt ihr euch loben für Landung aus First Person View, aber das Gear fehlte leider. Ja, nächstes Mal. Ja, also die Landung war ja perfekt. Bis auf das Gear halt, ne? Ein bisschen Basic Geschichte des Planeten hören? Hau mal raus. Hau raus. Station Landing Services. Ich komme nicht drauf klar, wie geil, wie detailliert das ist. Mhm. Was kann man da machen? Ah, Fisk Fuel. Ah, okay, sehr schön. Hallo. Wahrscheinlich bei dem Dude, oder? Guten Day. 6 Millionen is enough for the Corsair and the Scorpius, but there are other ships too. I know. Und wie kann man jetzt hier wo was kaufen? Ich will erstmal irgendwie aus diesem Hafen hier rauskommen. Ach, da hat's safe Aufzüge, hm? Ja, ja. Oder Türen halt. Ja, aber lass doch erstmal tanken, wie gesagt, sonst vergessen ja, wo? Verfickt ja, doch mal. Ja, war's doch gerade. Ja, und was war da jetzt gerade? Keine Ahnung. Mr. Oberschlau. Verdammt nochmal. Wenn ihr euch vororten wollt, muss man im Medical Center seinen Respawn setzen. Vor Ort. Dann der wieder auf Microtech nach dem Ableben. Ah, okay, weil man ja dann immer im Zuhause. Ah, okay, dann lass gleich auch mal in das Weil Medical. Hier ist nix. Ja, aber das stand doch exakt hier drüber. Ja, aber was soll ich denn jetzt hier machen, Alter? Soll ich mir Fuel aus dem Arsch ziehen oder was? Wenn hier nix ist, ist hier nix. Schade. Fake-Reklame. Tanken geht im Schiff und dann über das Mobiglas. Taken. Okay. Taken. Kalt. 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 Geil, Alter. Kalt. Wärmer. Gut. Heiß, heiß, sehr heiß. Tanken geht im Schiff, dann machen wir es halt im Schiff. Dann tanken wir im Schiff. Da, wo es grün ist, die Aufzüge. Da, wo es grün. Okay. Ah, da hinten. Ja, gut, klar. Landing Ride. Ja, das macht Sinn, ja. So. Comlink, Vehicle Loadout Manager. Ja, Loadout brauchen wir ja nicht. Was war da gerade? Vehicle Maintenance Ding. Da unten. Wahrscheinlich können wir da tanken. Maintenance Services. Repair, Restock. Refuel Quantum. Total Amount. Das kostet ja nix. Das kostet ja nix. Guck mal, 0,7 pro Einheit. So. Ist das schon voll? Ja, egal. Voll getankt. Ich kümmere vom Schiff geradeaus. Ja, ja, genau. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal zum Medical, setzen da unseren Dings. Ist oben. Falls wir... Ey, ich bin schon stolz, dass wir es geschafft haben. Falls und dass ich hier abkratzen. Richtig nice in First Person, guck mal, wo ich stehe, Alter. Richtig geil. Genau mittig hier. Perfekt mittig gelandet. Aber das Schiff ist sehr geil. Es ist nice, ja. Okay, Medical, nicht hier lang. Achso, Entschuldigung. Med Bay. So, wahrscheinlich kommen wir jetzt an dem Bildschirm da. Oder übers Mobiglas? Übers Mobiglas. Aber da kenne ich mich nicht aus, mon Dieu. Nicht welches? Da das Medical. Hä? Wo denn dann? Dann schwätzt doch alles andere raus hier, verdammt nochmal. Verdammte Scheiße. Da krieg ich ja gleich ja. You was almost at the exit. Ja, aber wir wollen ja Medical. You want Medical. You want Spawn. Spawn Protection. Das sind die Notaufnahmen für Bewusstlose. So, hier müsste der Aufzug sein, ne? Call Elevator. Gut, dann müssen wir wohl auf die planeteneigene große. Wahrscheinlich. Viele Theasa Spaceport. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn es hier auch so ein Hyperloop gibt, also so eine Metro, ja, dass die dann eher aussieht wie so eine U-Bahn. So viereckig, in alt, weil hier ist alles so abgeraxt. Meinst du? Ja, guck dich nochmal um. Commercial Flights. Guck, hörst du Mass Transit? Guck mal, wie das Bild aussieht schon. Stimmt. Hey, da steht ein Schiff. Oh, lass mal angucken. Ah, das ist dieser
New Deals. Ah, das ist das hier. Okay. New Deal. Lass mal gucken, was die hier für Schiffe haben, wenn wir schon hier sind. Ah, Aegis Dynamics. Das sind wir jetzt. Ah, geil. Hello there. How are you doing? Ich will erstmal hier rausgucken. Das ist erstmal das Erste. Mhm. Ja, das sieht sehr abgespaced aus hier. Das ist nicht so hypermodern, sondern eher so auf Industry. Draußen zwei große Schiffe. Das ist halt so. Da steht, da steht das, was ich für uns haben will. Lass mal dahin. Hallo. Entschuldigen Sie, komm. Nimmst du bitte deine Waffe runter? Wir wollen nicht erschossen werden. Hallo. So betreten sind die Schiffe. Mach mich nicht schwach. Ja, du musst sie angucken, bevor sie kommen. Alter, ach du Scheiße, lass mal in so einen. Das ist schon cool. Lass mal in so einen riesen Bomber reingehen. Now leaving Archimedes Flights. Okay, oh mein Gott. Hier sind zwei kleine. Da hinten ist das große Ding, was ich will. Da rechts aber auch. Das ist auch ein riesen Ding, Alter. Was ist das denn, Alter? Ach, ist das ein Schiff? Nee, das sind zwei hier. Das sind zwei. By now, fly today. Das ist das, wo du gesagt hast, das sieht so klein aus. Ja, ja, genau. Eine Conny Andromeda, das ist die Phoenix Luxusmodell. Cargo Bay. Also das da ist das, guck! Mit dem Elevator? Constellation Phoenix. Digga, guck! Wie geil ist das denn? So, jetzt gehen wir hier drauf. Go up! Und jetzt guck, ohne Laden, nix. Einfach rein. Deckel auf und nochmal hoch. Boah, ist das krass! Guck mal, wie viele Schlafplätze? Vier Stück. Geiles Ding, Alter. Jetzt lass mal erkunden, die Pisse. Ja, das ist halt ein Luxuskreuzer. Boah, noch ein Bett. Aber privater Schlafplatz, guck. Boah, geil. Oh. Alter, guck mal hier rein. Das ist ja ein Haus. Geil. Boah. Mit Bar. Alles klar. Crank. Open. Wahrscheinlich geht's hier zum Cockpit. Ich habe keine Ahnung, ob wir gerade vorne oder hinten sind. Das Ding können wir rauslassen. Das ist so ein kleines Schiffchen. Ein Schiff. Ja, da können wir uns reinhocken und das können wir dann rauslassen. Quasi unten. So ein Erkundungsschiff. Aha. Wie geil ist das denn? Dann sind wir jetzt hinten gerade, oder? Sieht danach aus. High Voltage, ja doch, das sieht nach Strom aus. Digga. Doppelbett. Lass ey, stell dir mal vor, ich flieg und ihr lauft hier hinten drin das rum und könnt ja gucken und so. Voll geil, ja. Das ist ja... Findet ihr den versteckten Fahrstuhl bei... Was? Steckt der Fahrstuhl bei der Bar? Ein versteckter Fahrstuhl bei der Bar. Oh, was ist das? Down. Nochmal down. Ich geh kaputt. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Fahrstuhl. Jetzt sind wir in der Zwischenebene. Da kannst du Auto rein! Hier kannst du ein Fahrzeug reinstellen. Beziehungsweise auch nochmal so ein kleines Schiff oder so. Wenn du so ein kleines hast, ja. Wir haben ihn gefunden, glaube ich. Nice. Okay, warte mal. Die Geschichte müssen wir vorlesen. Scroll mal ein bisschen hoch. Weil er hat da noch mehr geschrieben. Im Chat. Da ist jetzt ein kleiner Aufruf für die Leute auf YouTube. Wie komme ich denn hier wieder hoch? Wahrscheinlich musst du... Da hier. Ab. Gerade so Sachen, wenn wir so Geschichten lesen und so. Wollt ihr das drin haben in den Folgen oder soll ich so machen? Also einen Cut machen, meine ich. Genau. Soll ich das weglassen oder soll ich das mitlesen? Ich lese es jetzt mal mit, okay? Ja. Aber nur, damit wir hier... Okay, der Dude sagt gerade, das Ship ist in the price range, I've sent you. Okay, warte mal. Okay, aber lass mal... Ja. Hurston wurde von Hurston Dynamics gekauft, einem Hersteller für Schiffswaffen, bevor Houston Dynamics... Warte, wir brauchen hier natürlich noch Atmosphäre. Space-Musik. Genau, perfekt. So. Bevor Hurston Dynamics den Planeten gekauft hat, lebten dort schon Menschen, aber die wurden von Hurston vertrieben. Hurston Dynamics ist ein Familienunternehmen, die, wenn es um Fortpflanzung geht, etwas komische Vorstellungen haben. Sie wollen die Blutlinie möglichst reinhalten. Okay, verstehe. Okay, alles klar. Welcome to 1939. am Monitor im Shop habt ihr riesen Auswahl, ja? Findet ihr den versteckten Fahrstuhl? Das haben wir. Die Firma da oben? Achso. Die Firma bietet ihren Arbeitern 20 Jahresverträge an und entzieht auch regelmäßig deren Pässe. Die Firma geht auf maximalen Profit und keine Rücksicht auf die Umwelt. Abwässer werden einfach ins Meer geleitet, Luftfilter gibt's nicht und regelmäßige Waffentests auf dem Planeten. Das Ding ist halt, das ist 1:1 echt vom Szenario. Wenn wir in echt die Möglichkeit hätten, einfach den Planeten zu wechseln, wieso sollten wir dann nicht ausbeuten? Naja, klar. Dann machen wir den komplett an Arsch und verpissen uns danach einfach, ganz einfach. Ja. Total easy.
Whirlpool auch drin. Genau. Die Arbeiter laufen oft mit Plastiktüten auf den Kopf rum, weil sie keinen Helm leisten können. Ach was. Die Firma setzt auf eine hohe Milizpräsenz, um die regelmäßigen Arbeiteraufstände niederzuschlagen. Die Hurston Family lebt in dem 4 Kilometer hohen Turm im puren Luxus. Ah, okay, krass. Boah, ist das krank. Alter. Ja, das ist halt so ein Industrieplanet. Ja, okay, deswegen ist der Umwelt verschmutzt, ja. Also geht das Cyclone. Der Planet ist durch Industrie verschmutzt. Ja. Okay, der Dude sagt, dieses Schiff, dieses große hier ist unser Preisrange. Ich weiß, das hat er aufgeschrieben. Wir sollten eher zwei kleine haben, Corsair und... Also ich hätte halt gedacht, dass wir erstmal ein kleines kaufen, für uns, fürs Let's Play. Mhm. Und wenn ihr dann dazu kommt... Wo auch ein zweites reinpasst oder genau, so. Genau, wenn wir dann, ihr dann dazu kommt, dann holen wir sowas hier. Das kostet, glaube ich, 2,5 Millionen oder so, ich weiß gar nicht. Wir gehen jetzt mal in den Bildschirm. Okay, lass aber auch da dieses andere... Ich geh mal kurz hier nach hinten, genau. Nach vorne. Zum Cockpit, zu Section A. Oh mein Gott. Das ist dieses Geschützding. Ah, krass. Da kannst du dich reinhocken und dann geht die Post ab, Alter. Geil. So, hier, dreimal Cockpit. Okay, in der Mitte ist wahrscheinlich der Pilot. Und der Pilot zieht. Bam, das sind dann deine Armaturen hier. Hier sind die Bildschirme drauf, links und rechts. Und so fliegen wir dann, Alter. Boah, ist das geil. Yo, krankes Ding. So, und das Teil fliegst du halt nicht mehr alleine, Digga. Nee, da brauchst du Assistenz, Alter. Das geht bestimmt, aber... Da bist du völlig überfordert. Okay, aber das ist so ein Schiff... für die großen Sachen. Das ist geil. So, dann setzen wir mal den an hier. Was? Das Lordian von SC ist sowieso total krank. Die haben selbst Alien-Sprachen, die man lernen kann, wenn man die 300 plus Seiten PDF auswendig lernt. Herr Kastenbrot, vielen Dank für dein Follow, Digi. Danke, Kastenbrot. Schön, dass du da bist. Guck, das ist dann der Bildschirm von dem einen Co-Piloten hier. Ah, okay, krass. Ja, das ist so sick. Geil, ey. Ja, Drake Cut. Cutlass Black, bester Allrounder. Ah, das hätten wir auch. Ja, genau, der Cutlass Black, das ist das Allrounder-Schiff für alle. Das Ding habe ich mir auch aufgeschrieben. Kostet 1,3 Millionen. Ja. Ist nur ein mittelgroßes. Das hier ist nur ein mittelgroßes Schiff. Das. Also die Herkules ist ja auch ein Monster, ne? Also. Aber ich habe mir ein Schiff aufgeschrieben. Anvil Carrick oder so. Die kostet 26 Millionen. Ja, ne? Lass gleich mal am Bildschirm gucken. You may want to Google Star Citizen Ship Sales and Rental Prices. Locations and History, Scofus. Boah, the thing is, I don't wanna Google, I want to try it out myself, you know. We have to speak more like German English, we you want know. We want to... More accent. Ja. Heinz, get the Flammenwerfer. We want to explore the ships on our own. Genau. Wait mal. Go out. Can you go out? Danger. Moinsen, Rorix Place. I went to... Was kostet das Ding? Das ist halt auch Luxusausstattung, ne? Das ist gerade so, das können wir uns gerade so noch leisten. Oh, 7 at all? Hä, was? Moinsen, hallo Rorix Blades, hallo. Hallo. Fistgist. Karach 120 Meter oder so lang, ja, okay, krass. Karacho. Das ist noch so eine Privatlaunch. Guck, da kannst du hier einfach... Das ist schon sick, Alter. Im Shop gibt es einen Bildschirm, da stehen viele Schiffe drin. Und ihre Ingame-Preise. Ja. Einmal. Super. Also. Ja, 890, Jump. O7 ist salutieren. O7? Ah, salute to all in dem Fall, ha? Ah. Weil links ist ja auch noch so ein richtig... Also, wir haben gerade ein Schiff angeguckt, ne? Schiff. Und ich bin komplett aus mir. Ja, rausgefickt. Ja. Hier, ja? Also, ich bin... Mon Dieu. Was ist dieses Schiff? Was ist denn das hier eigentlich? Hier unten ist Glas, Alter. Guck mal, da kannst du... Ey, das ist mit Kommandobrücke hier, ne? Ich glaube, ja. Da unten sind Sitze, guck. Oha, krass, ey. Digga, wie riesig! Das ist ein Schiff! Oh mein... Ja, das habe ich nämlich gefragt, Alter. Das ist dieses Hammerhead. Was kostet das? Eine Kampfmaschine mit 6 Türmen. Was? Okay, da brauchst du 7 Leute. Ja. Stimmt, lass mal reingehen. Einer, der fliegt und 6... 6 Vierlingsgeschütze. Und 6 Geschütze. Ach du Scheiße. Also wenn ich mit so einer kleinen Avenger komme oder sowas, mit dem, was wir hier da sind, ne? Und der schießt einmal auf uns. Der atmet dich an der Hand und du bist weg. Da verreißt uns ja ins Nichts. Komm mit den... Mind your step. Digga, sogar mit für Rollstuhlfahrer. Krass. Go up. Ist eine Flak-Plattform, kapitale Schiffe zu schützen. Eine Flak-Plattform, um kapitale Schiffe zu schützen. 9 Max-Crew. Okay. 6 Geschütze. 9 Sitze sind... Digga.
9. Wir können hier zu 9 spielen. Ja, das ist ja krass, Alter. So, lass mal ein bisschen erkunden. Also das ist ja, du kannst ja für dich selbst Roleplay machen hier. Ja, klar. Du gehst hier rein. Mit ein paar Freunden. Findet die Brücke. Ja, wir finden den Weg schon. Sicher? Ja, das sind die Geschütze jetzt, okay. Also die Brücke, die Geschütze. Die Brücke war Digga, ja unten. Hier kannst du überall... Escape Pods! Da kannst du dann abhauen, wenn du... Wenn du das sind Fluchtkapseln! Mayday, Mayday! Enter Turret, was auch. Machen viele RP auf großen Schiffen. Ja, das ist ja total sinnvoll. Klar, die sammeln sich, die nehmen dann halt ihre Clique und dann... Ab die Ölpost. Nicht kaputt buggen jetzt bitte. Jetzt fahren wir nach vorne. Oh mein Gott. Und jetzt bist du hier drin. Und jetzt geht die... Da. Gyro-Mode. Rhino? Rhino. 4 Rhinos mit 240, also mit 480 Schuss. Ach du Scheiße. 480? In dem Fall... Increase Sensitivity. In dem Fall... Switch Gyro-Mode. Digga, das Spiel ist so fucking das deep, Alter. Krass, ey. Exit. Ey, wild. Wild. Ich bin gespannt, wenn wir sowas erleben. Wenn wir so ein Schiff kaufen können. Sowas werden wir nicht erleben. Ich glaube, das kostet... Weil so viel Freunde haben wir... Das kostet, glaube ich, irgendwie 12 Millionen. Okay, so. Guck mal. Bridge. Bridge. Cargo Engine Room. Wir gehen zur Bridge. Gehen zur Bridge. Findet die Brücke. Also dieses Schiff ist so groß, dass es Wegweiser braucht. Danke fürs Folgen, Torshammer. Ach, eins. Eins. Torshammer 1, vielen Dank für deinen Follow. Da ist das nächste Geschütz. 890 Jump und die Carrick. Ja, kann man sie die auch angucken? Die 890 sind 32 Millionen? Storage. Ah, hier kann man dann... Control. Open Door. Sogar mit Code, Alter. Was ist das? Storage Room wahrscheinlich, wie es aussieht, ne? Was willst du denn hier stornen in dem schrägen Scheiß? Keine Ahnung. Was? Nee, aber könnte beide aus seinem Hangar holen. What the fuck, wie viel Geld muss man eigentlich haben? Jonel Sungen! Danke fürs Abo! Danke für dein Abo, Digi. Nice. Das ist ja ultra übertrieben von euch. Aber wir müssen oder von dir erstmal. Wir müssen nach unten zur Bridge, oder? Weil die war ja unten. Die war unten, ja. Digga, ich habe gar keine Lust, mich jetzt hier irgendwie zu verbuggen. Ah, da geht's nach außen. Das ist Docking Port, okay. Hier ist die Bridge. Geil. Hier brauchst du zwei Leute, die fliegen, oder was? Weil das sieht mir nach zwei Leuten Steuerung aus. Das sieht nicht nach einem mittleren Captain aus, ja? Enter Pilot Seat. Enter Co-Pilot. Co-Pilot Seat. Okay, also brauchst du zumindest schon mal zwei Leute, die fliegen. Oh! Oh! Wenn es hier noch drei weiter gibt, die Lust hätten, könnten wir die Hammerhead besetzen und Weppy könnte fliegen. Nice. Also wir können es so machen, die Lust haben, auf dem YouTube-Kanal ist ein Link oder ich weiß auch gar nicht, ob der auf Twitch auch ist, für den Discord. Ja. Und da können wir dann mal, da mache ich da mal einen Abteil auf für Star Citizen, da können wir gerne eine Crew zusammenstellen, wenn da jemand Lust hat. Da kann man sich da mal verabreden. Also auch für die Leute auf YouTube unten im Discord, kommt einfach rein, da können wir uns austauschen. Da können wir können ja so eine kleine Star Citizen Community gründen bei mir auf dem Channel, wieso nicht? Genau, ist ja kein Problem. Ne, habe ich Lust drauf. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, das Spiel, das erweckt Lust auf ganz, ganz viele Stunden. Ja, ja, definitiv. Weil wir haben noch nichts gesehen. Nein, hä? Der Co-Pilot ist mehr als Engineer gedacht, also zum Reparieren, kommt aber erst später dieses Jahr. Ah. Eine Karriere ist noch etwas größer, aber maximal 6er Crew. Okay. Genau, also wie gesagt, kommt in den Discord, ich mach eine Dings auf, ich mach das direkt jetzt. Das musst du dir mal ausmalen. Es gibt in dem Fall einfach Ausstattungslinien von den Schiffen. Ja, das ist geil. Das ist ja... Das ist krass. By now, fly today. Varianten. Okay, lass gleich mal in den Bildschirm gehen. Die müssen mir ein paar Schiffe angucken. Da draußen fliegt einer. Der schießt gleich hier rein, so wie der aussieht. Es gibt vier Mustangs. Go to the terminal. Ja, let's go. Okay, we're going to the terminal. Let's go to the terminal, Hans. Hans, get the terminal. Oh, den habe ich auch gesehen. Der kostet, glaube ich, 4 Millionen oder so. Ich weiß okay, krass. Ich weiß nicht. Warum bin ich jetzt in den Akzent gerutscht gerade? Hoppala. Ein Spieler. Hallo. Ne, F8C war das eben draußen. Okay, alles klar. Hätte ich nicht gewusst. Hallo. So, wo ist hier der Bildschirm? Das würde ich am liebsten auch noch angucken. Was ist das für ein Schiff hier rechts? Das kleine? Oh, wie süß ist denn das? Oh, geil. Aber auch mit Innenraum. Er ist die Aurora, das ist die. Das ist die Aurora. Okay. Prospector, 2,1 Millionen, dachte ich. Okay, wo gibt's denn hier...
Terminals. Weiter drin wahrscheinlich, da bei der Rezeption vorher, wo der Dude war. Also ganz vorne. Da ist... Im Laden. Au im Laden. Au im Laden. Au im Laden. Oh, jetzt, das gibt's auch im Laden. Ah, gibt's hier Terminals? Ne, das sind nur, Digga, das ist ein Stuhl zum Sitzen, nicht zum Stehen. Oh, was ist das denn? Büros. Gleich links neben Eingang. Wo? Ah, da steht eins. Ah! Die Stifte sind so markant, dass man sie sofort erkennt anhand der Silhouette, mag ich sehr. Das ist schon ja, cool, wenn man ja. sich auskennt, wenn ja. man sich auskennt, und das tun wir nicht, aber das ist ja kein Problem, weil deswegen sind wir hier. Digga, wir können es hier die 12 Millionen! Ja, das war diese Hammerhead, da waren wir gerade drin. Die das da ist aber nicht wirklich teuer. Die, nee, nee. Ey, guck mal, für die Schiffsgröße. Ja, ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Kombat Alter, Corvette. Wie viele Hersteller gibt's denn? Ja, krass. Oh, das sind geil, Fahrzeuge, das sind Fahrzeuge. Auf dem Planeten, das ist geil. Okay, Leute, ich hätte, was schlagt ihr uns vor? Ja? Für die Leute, die auf YouTube sind und so. Diese 890 gucken für die 32 Millionen, weil die muss ja sau riesig sein. Guck mal hier, das Ding kostet jetzt 800.000. Genau, den haben wir ja gerade gemietet. Genau, aber so einen hätte ich ehrlich gesagt gern. Habt ihr beiden eigentlich schon mal einen Blick in die Star Engine und von der Squadron 42 Videos von der Citizen geworfen? Nee, hab ich noch nicht gemacht. Nur Crusader fehlt, die gibt es nur im Orion of Crusader, okay. Horizon. 3 Millionen, Aegis. Ach, die gibt's dann auch in Ausstattungen. Aegis Redeemer? Was ist das? Das ist ein Kampfschiff, Heavy Fighter, Alter. Das sieht doch aus wie ein Jet. Ja. Yeah, das glaube ich, das Ding, was gerade draußen geflogen ist, ne? Könnte sein, ja. Origin Jumpworks. Da, die 890. Wo denn? Da, für 32 Millionen. Das kostet 32 Millionen. Warum kostet diese kleine Scheiße 32 Millionen? Weil das, guck dir das mal an, das ist ein absoluter Luxusbomber. Aber guck mal, hier ist Cockpit, der sieht gar nicht so klein, der sieht nur so klein aus. Oh, richtig. Das ist Cockpit, Alter, das ist ein Riesending. Der, krass, okay, das also eine Yacht, eine fliegende, Alter. Okay, krass, heftig. Das ist die Konstellation, guck mal, wie günstig. Ja, das ist das Dreierding. Ja, das können wir uns, ja gut, eigentlich. 69 Räume, Pool, Sauna, Restaurant, das sieht von außen absolut nicht so aus, Alter. Krank. You kidding me, Alter? Was ist das für ein Panzer? Stabiles Brett. Cutlass Black oder sogar die vielen der Mac gefällt. Ja, also Cutlass Black höre ich die ganze Zeit, ist eines der spielerbeliebtesten Schiffe, ne? Ja, lass die mal gucken. Oder die Freelancer Max. Von welcher Marke ist denn die? Boah, oh, da ist der, da ist das. Hercules. Da ist die Hercules. Boah, das Ding ist ja riesig. Ja. Guck mal, da oben ist das, das Cockpit, das Mini-Ding. Da können ja, wie viele Schiffe können da rein? Zwei Stück safe, oder? Ja, guck mal, hier unten ist ein gut Platz. Ja, also die können wir eigentlich kaufen, Alter. Das ist ein Miner, ist die Mole 3. Miner Plätze und... Also ich hätte gern, Freunde, ich hätte gern ein Schiff, was so ein Allrounder ist. Wo wir ein bisschen alles mitmachen können. Was hast du mit diesen 95% aufgeschrieben? Wie hieß das Schiff? Lass mal gucken. Na, das ist diese Aegis Avenger Titan. Okay, das ist das, was der gesagt hat. Die haben wir nicht, weil wir haben gerade diese Warlock dabei. Avenger Stalker, wir haben Stalker, das Ding. Titan, guck mal, die drunter. Aegis Avenger Titan. So, das ist anscheinend so ein Allrounder-Schiff. Ah, weil der noch einen Lagerraum hat unten. Guck. Und der Stalker ja nicht, wie wir wissen. Der hat ja nur dieses Ding hinten. Naja, aber der ist gleich. Hier, guck, vom Bild her. Ja. Das ist der Rohkörper, ja, den wir ja. hier sehen. Ich weiß nicht, was die Titan hat. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob die Titan auch dieses EMP-Ding hat. Weil das ist ein Transportkurier und das andere ist ein Combat-Interceptor. Ah, deswegen hat er auch die EMP-Waffe. Wahrscheinlich der hat er... auch. Warlock ist auch Combat-Interceptor. Ah, diesen Warlock haben wir nämlich gerade, ja. Allrounder wären Cutlass Black, Freelancer Max One. Okay, lass mal die Cutlass Black suchen. Wie sehe ich denn? Was ist denn das für eine Marke, Cutlass? Allrounders Crusader. Ja, wie viele Schiffe gibt es denn bitte? Das ist krass. Was ist denn das? Ui, kranker Bomber, Alter. Digga, wenn du damit losfliegst, klappen safe die Dinger aus hier. 100%. Die Flügel. Okay, Cutlass ist Drake. Drake, da ist es. Cutlass Blue, Cutlass Black. Boah, das ist krass. Ja, das ist das Ding, wo man so sagt, da kannst du alles mitmachen. Mhm. Riesen Lagerplatz, kannst du ein Fahrzeug mitnehmen. Geil. Okay, was haben wir noch? Cutlass Blue ist auch super super erfolgreich anscheinend unter der Community. Freelancer Max haben wir noch? X-Wing ist die Scorpius. Geil. Wie bei Star Wars so. Mhm. Cutlass Red. Dragonfly. Aber guck mal, das sieht auch so aus, das siehst du richtig. Das Ding hier kostet 1,1 Millionen mehr. Ja. Aber guck mal. Der ist so, hier der Kasten so um die Scheibe drumherum. Ja. Und die Cutlass Blue, das ist so die nächste Generation. So Facelift, ja. Facelift, genau. Ja. Der kostet halt nochmal 1,1 Mille mehr. Ja. Okay, der Blue ist Polizei, aber mit Knastzellen. Ah. Was? Krass, da wobei der Black der Frachtraum wäre. Oha, krass.
Wenn ihr Scorpion mal testen wollt, ich habe eine. Er hat eine, okay. Digga, das ist voll krass hier, Alter, was hier gerade passiert. Ich breche ja komplett ab. Ja. So, was war noch die Freelancer Max? Ich mach mal einen Cliffhanger. Freunde, wenn es euch gefallen hat auf YouTube, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn ihr wissen wollt, welches Schiff wir kaufen, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ja. Und dann geht's nämlich los mit dem Ding. Das machen wir nämlich genau jetzt im Stream. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi. Tschüss.